Recording in progress. Hallo, willkommen im 1000-Wecker-Report, heute mit dem Thema Uran, verdoppelt sich der Preis in den kommenden Monaten? Disclaimer. Uran könnte als Ablenkung vom größeren Goldaktienmarkt den nächsten Bullenmarkt starten und sich auf 120 Dollar verdoppeln. Die von den Staaten verursachte Energiekrise fordert ein Umdenken, also eine Reaktivierung der Atomkraft als stabile und bezahlbare Energiequelle. Neue Atomkraftwerke mit neuer Reaktortechnik sind bereits in der Pipeline. Viele Länder, vor allem China und Japan, planen den Bau mehrerer Atomkraftwerke, die natürlich auf den Betrieb mit Uran angewiesen sind. Andere Länder weltweit werden folgen. Uranminen, auch Penny Stocks mit hohem Potenzial, stellen somit eine enorme Chance für die Anleger dar. Das bedeutet, dass Uranaktien eventuell kurz vor Goldaktien ausbrechen, wenn alle nur noch über Uran sprechen und nicht über die Chancen im Junior Penny Gold Aktien. Ja, zumindest, wir konnten das in den 2000er Jahren beobachten. Da gab es ja diesen absolut enormen Uran-Spike. Und das war eben 2007 und das war eben vor dem Goldpreis hoch 2011. Ob man da eine Theorie von ableiten kann, ist schwierig, aber ich könnte mir schon durchaus vorstellen, die Energienachfrage ist real, der Energiebedarf steigt weltweit. Gut möglich, dass tatsächlich Uran weiter steigen könnte. Sag ich mal, charttechnisch sieht es gut aus. Es scheint sich möglicherweise eine ähnliche Chartformation zu bilden auf einem höheren Niveau, wie hier damals zwischen 2000 und 2007, was natürlich ein absolut mustergültiger Anstieg ist. Und ja, da haben ja Leute wie Rick Ruhl enormes Geld gemacht, der beispielsweise da auch Tausendbäcker etc. Identifiziert hat. Das könnte natürlich jetzt im Prinzip auf einem höheren Niveau sozusagen auch passieren. Gut, wir sagen zumindest eine Verdopplung ist drin Richtung 120 Dollar. Und weil dieser Markt ungeheuer eng ist und könnten gerade gute Top-Penny-Uran Aktien überproportional profitieren und möglicherweise ein besseres Investment sein als Goldaktien selbst, weil dieser Markt eben noch viel kleiner ist. Ja, hier ein angehender Goldproduzent, aber auch mit Uran-Deposits aus Kanada, Mexiko, extremst unterbewertet, scheint aber auch jetzt seinen Boden gefunden haben. Sehen Sie sich jetzt mal das Chart an, wie es hier von 2020, also während der Corona-Krise und danach dann profitiert hat, ging mehr oder weniger hier von 20 Cent auf 1,20 Dollar, hat eigentlich alle seine Gewinne wieder abgegeben, aber scheint jetzt seinen Boden gefunden zu haben. Also das Projekt hat extremst viel im Vergleich zur Marktkapitalisierung, extremst viele Ressourcen, circa 3 Millionen Unzen Gold, Medium Great, die haben einmal im Goldfield-Projekt hier in Chakotchaswan, denke ich, war das, ja, Chakotchaswan, das kann ich mal nicht aussprechen, und in Mexiko das Ixhuatón-Projekt. Allein das sind so circa 3 Millionen Unzen Medium Grad. Und dann gleichzeitig haben sie noch das Drake und Murmansk-Uranien-Projekt. Das sind eine der, das sind ungefähr mehr oder weniger die letzten Meldungen, die es hier gab, vom Unternehmen zu Unternehmen. Freut sich die Analyseergebnisse der ersten Bauprogramme 2020 auf 100% unternehmenseigenen Uranprojekts Drake im Norden und Chakotchaswan bekannt zu geben. Also die springen auf den Uranzug oben drauf und haben eben auch die Gebiete neben Goldaktien. Vielleicht in dieser Phase eine ganz interessante Mischung. Das Unternehmen und weitere Meldungen und freut sich positive Entwicklung der unabhängigen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung PAA für sein zu 100% unternehmenseigenes Goldfield-Projekt in der Nähe von Uranien-Zittel Chakotchaswan bekannt zu geben. Also gibt es auch eine Machbarkeitsstudie. Meiner Meinung nach, das könnte eine ganz interessante Kombination sein. Und das Unternehmen ist billig eigentlich wie seit langem nicht. Und schauen Sie sich eben den Anstieg während der Corona-Krise an. Das kann sich natürlich durchaus wiederholen. Und wenn dann Gold sich dauerhaft über 2000 Dollar einquartiert sozusagen und auch vielleicht Uran sich verdoppelt, würde diese Aktie quasi doppelt profitieren, dann wieder auch komplett neu bewertet werden. Also könnte sehr interessant sein, wie immer natürlich keine Kaufempfehlung an der Stelle.
Ja, Gold könnte analog der 1970er Jahr von 2000 Dollar auf 8500 Dollar steigen. Die Charttechnik gibt es hier, gibt es her. 1970 war das so. Da ist Gold dann innerhalb von einem Jahr hat sich vervierfacht, ist von 200 Dollar auf circa 850 Dollar gestiegen nach einer Korrektur. Da sehen Sie so einen großen roten Kreis. Und das ganz Interessante waren eben die Minen. Das war bis dahin der größte Goldaktienbullenmarkt aller Zeiten. Ging es hier von 5 Cent auf 19 Cent, 10 Cent, 36 Cent, 20 Cent, 40 Dollar. Also aus 1000 Dollar konnte man 100.000, 200.000, 300.000 machen. Meiner Meinung nach steht eigentlich diese Situation jetzt bevor. Und eigentlich müsste eben Gold auch auf 8.500 Dollar steigen. Nur wir halten uns selbstverständlich an die Top-Statisten und sie sagen mehr oder weniger 2.400, 2.500 in Silber, 40 bis 50 Dollar. Aber trotzdem, der Goldmarkt ist hier und da immer für Überraschung gut. Zu diesem Zeitpunkt, das müssen Sie sehen, hat sich sicherlich auch keiner vorstellen können, dass sich Gold einfach jetzt nochmal so vervierfacht und damit die größte Goldaktienrallye startet. Also da sollte man sich nicht zu sicher sein, dass es jetzt ewig bei 2000 Dollar eingefangen wird, Gold. Ja, wie kann man von Goldaktienbullenmärkten profitieren? Schauen Sie sich die verschiedenen Goldaktienbullenmärkte an. Es ist eben ein Charakteristikum dieser Goldaktienmärkte, dass offensichtlich irgendeine Kraft diese Goldaktien im Allgemeinen völlig zerstört. Dann gibt es irgendeinen Impuls, das dann zum Gegenteil führt, also von extremer Tiefe zu extremer Höhe. Und da sind natürlich gewaltige Gewinnchancen drin. Da können eben Aktien, Goldaktien auch mal eben so um das Hundertfache, wie zum Beispiel diese hier steigen. Also Gold ist 2016 vom Anfang nur von 1050 Dollar auf 1360 Dollar gestiegen um 30%. Und diese Goldaktie stieg um 10.000%. Die war also 350 Mal besser aufs Gold. Oder anders ausgedrückt, hätte man Anfang 2016 diese Aktie für eine Unze gekauft, hätte man am Höhepunkt trotz des höheren Goldpreises 79 Unzen erzielt. Und genauso war es eben auch jetzt zu dieser Corona-Krise einfach mal so eine Verzwanzigfachung im halben Jahr. Und das sind Goldaktien-Bullenmärkte. Es ist ein kurzes Intermezzo. Wenn Sie mal Feuer gefangen haben, dauern Sie nicht sehr lang, steigen aber absolut extrem. Das ist natürlich absolut wichtig, dass man idealerweise während dieser völligen zerstörten Phase keiner an Goldaktien etc. glaubt, hier investiert zu diesen Punkten. Und das führt dann zu ganz großen Gewinnen. Und ich denke, so ist es aktuell. Es ist eine absolut negative Stimmung für diesen Sektor nach wie vor. Und trotzdem kann jetzt ein 25 bis 30% Anstieg bei Gold stattfinden. Und das kann eben einige Goldaktien triggern, 10, 20, 30, 50, vielleicht sogar 100 Mal zu steigen. Jedenfalls in der Vergangenheit ist genau das passiert. Ja, wir haben immer noch eine extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Das sehen wir hier an diesem Goldaktien-Gold-Ratio. Da sehen Sie, dass es seit 1996 es einen Bärenmarkt gibt, hat eigentlich erst jetzt seinen Boden gefunden und müsste eigentlich in einer Rieseneruption in den mittleren Bereich zurückgehen, was zu einer enormen Anstieg bei Goldaktien führen müsste. Deswegen sind wir so attraktiv. Gleichzeitig sind auch nochmal die Union-Explorationsaktien extremst unterbewertet zu den Senior-Aktien. Und auch das kann sich, wie Sie hier 2002, 2003 sehen, ganz schnell ausgleichen. Und das würde auch zu einer ungeheuren Rallye bei Penny-Gold-Aktien führen. Ja, wie hätte man 1970 den Goldaktien-Bullenmarkt optimal gespielt? Im Grunde genommen den Kaufen der Goldaktien, bevor der ganze Goldbullenmarkt kam, immer nachkaufen, verteilen, nachkaufen, weiter beobachten, einfach im gewissen Sinne das Aussitzen, wie wir es ja auch jetzt im Prinzip machen müssen. Und dann kommt irgendwann mal daran ins Gold. Damals war das dann eben der Anstieg von 200 Dollar auf 850 Dollar. Und da haben sich diese irren Bewertungen bei Goldaktien ergeben. Also man hätte vermutlich, hätte man das einfach ausgesessen, relativ reich, leicht einige hundert Bäcker erwischt. Also die hätte man aber dann noch verkaufen müssen. Woran merkt man das, dass man Goldaktien verkaufen müssen? Dass Meldungen in den Zeitungen kommen, die zum Beispiel den Tod einer Assetklasse, in dem Fall von normalen Standardaktien melden. Business Week hat genau das am 13. August 1979
getan. Die hat den Tod der Aktien ausgerufen. Und das war eigentlich ein Weckruf, weil die liegen immer komplett falsch. Das ist quasi ein Kontraindikator. Goldaktien verkaufen. Wenn die sagen, Aktien sind tot, dann sind sie in Wirklichkeit höchst lebendig und ein äußerst attraktives Investment. Wie auch das Unternehmen Berkshire Hathaway erkannt hat, denn ihre Aktie stieg von $350 bis 1999 auf $80.000 Anstieg und das 228-fache. Das heißt, wenn man jetzt hier mit Goldaktiengewinne irgendwo Ende 1980 rausgekommen wäre, hätte man das Gold dann nicht in Gold und Silber oder so investieren, sondern in die andere Asset-Klasse, sprich eben diese Berkshire Hathaway und auf andere Top-Aktien, Zukunftsaktien auch wiederum vermischt, geteilt und ständig nachgekauft und beobachtet. Und dann sehen wir das, man hätte aus $50, das hätte man mit einer Verhundertfachung mit den Goldaktien und 228-fache mit Berkshire Hathaway als Beispiel, hätte dann bis 1999 eine Million gebracht. Wie gesagt, ist der Blick zurück, einfach mal zu schauen, dass wir dafür die Zukunft lernen können. Einfach mal schauen, wie war das denn in der Vergangenheit? Ja, 200 Jahre Dow-Gold-Ratio, das ist ein Langfristchart, da wird einfach der Aktienmarkt allgemein gegenüber Gold verpflichten. Da wird es nicht in Währung gemessen, da kriegen wir irre Kurven, die nur nach oben gehen. Aber Sie sehen, das geht hier nicht nur oben und unten besonders. Und das ist eben hier seit 1913, hier, wo die Federal Reserve gegründet wurde, begann im Grunde genommen diese Verzerrung. Vorher gab es das nicht, da war mehr oder weniger Gold und Silber einfach erklärtes Geld. Es gab keine Zentralbanken, nichts. Und das führte eigentlich zu einer ständigen wirtschaftlichen Entwicklung. Aber Sie sehen, was im Grunde genommen die Federal Reserve, das Fiat-Geldsystem angerichtet hat. Sie hat dafür gesorgt, dass es Exzesse gibt, Aktienexzesse, gewaltige Korrekturen. All das hat wenige Spekulationsgewinne erzeugt, hat die Leute abgehalten vom Arbeit, vom Werkschaffen, wollten alle noch Spekulant werden. Die meisten verlieren dann natürlich auch. Und dann natürlich die meisten steigen zum Höhepunkt ein, weil die glauben, es geht immer weiter und haben dann in der Depression alles verloren. Und so geht es weiter und weiter. Also im Grunde um keine wirtschaftlich stabile Entwicklung, sondern einfach das Hin und Her oszillieren, mal mehr von Inflationserwartungen, mal mehr von Konjunkturerwartungen. Wer das beherrscht, das Spiel, der hat den Schlüssel zu absoluten Reichtümern gefunden. Und Sie sehen ja auch die ganzen Bankerviertel da in Amerika, die ganzen Dynastien sind im Wesentlichen hier. Haben sich, sie sind schon im 19. Jahrhundert entstanden, aber das waren noch gesunde Banken, verfestigt und die Kartelle sind sie dann im 20. Jahrhundert geworden. Aber nun ist es irgendwo, ist ein Endpunkt erreicht worden. Die ganzen Assetklassen stehen vor der Vermögensimplosion. Das heißt, 1980 konnte man noch für eine Unze ein Dow kriegen. Diesmal glaubt man, man kriegt sogar irgendwie zwei oder vier Dow. Das heißt, die Vermögenswertimplosion gegenüber Gold wird noch viel, viel, viel extremer. Oder man konnte eben auch ein Haus 1980 kriegen für 500 Unzen Silber. Wir haben jetzt mindestens, werden wir da drunter mit der Hälfte liegen. Das heißt, 250 Unzen reichen, um ein Haus zu kaufen. Dann in dieser Zukunft, die natürlich keine wirtschaftlich attraktive ist, aber es ist einfach so, die Charts lügen nie, dass hier die Bewertung dieser Aktien, sie stürzen ab, dieser Nullpunkt wird getroffen. Und erst das meiner Meinung, also wiederholt sich das, das werden dann auch wieder Magazine und so sagen, weil wir können spekulieren, wo das sein wird. Die werden dann auch von absolut endgültigen Tod der Aktien, vermute ich mal, dass das ungefähr so heißt. Es wird irgendwann der endgültige Tod der Aktien ausgerufen. Und wie gesagt, und wir wissen, dass dann genau das Gegenteil wahr ist, dass eine große Aktienrallye beginnt. Aber momentan natürlich nicht. Momentan müsste früher oder später jetzt die Goldaktienrallye gehen und die Goldrallye, ziemlich chaotische Zeiten, große Erschütterung. Aber im Grunde genommen müssen wir einfach versuchen, aus der Geschichte zu lernen. Und wir wissen einfach, es findet jetzt eine Vermögenswertimplosion statt. Da kann man sich im Wesentlichen nur mit Gold und Silber vorschützen. Und dann müssen wir diese Assets unheimlich billig einsammeln, um beim Wiederaufstieg, wie auch immer der dann aussieht, mit dabei zu sein. Ja, ich habe es schon vorweggenommen. Wir müssen also diese Gewinne aus den verschiedenen Ereignissen
multiplizieren. Also wir müssen es jetzt verstehen, Inflationsgewinner sozusagen zu werden, weil das ist das Thema. Die Geldmassen sind da, die beginnen rein in die Gütermärkte zu dringen. Die sind jetzt eben noch im Bankensektor oder Staatsanleihen, sonst was. Aber all dieses Geld oder die Besitzer dieses Geldes wollen das loswerden, weil sie wollen ihre Kaufkraft retten. Es wird zu einem unvorstellbaren Run auf Gold und Silber führen. Und im Vorfeld wird natürlich alles, wo Mine draufsteht, Goldmine, dann gekauft. Auf diesen Punkt warten wir. Deswegen sind wir billig eingestiegen. Irgendwann wird das Gegenteil sein. Und es werden uns hoffentlich die Gold- und Silberaktienkurse von vielen von Penny Stocks gegen Dollaraktien und mehr. Das ist ja sozusagen das, was bevorsteht. Und Gold ist ja noch gar nicht so stark gestiegen. Gold steigt jetzt vielleicht auf 2.500, hatte ich schon erwähnt. Aber das große Geld wird eben mit diesen Penny Stocks Aktien sein, die durchaus hier von 3, 5 oder 10 Cent in Richtung 1 Dollar oder mehr steigen können. Das haben die diese Art Typusaktien oft bewiesen. Also eine sinnvolle Strategie ist vielleicht, sich einige Gelder, zum Beispiel 200 Dollar, nehmen. Sie kaufen eine Aktie, wo sie ein gewisses Zutrauen haben, aber natürlich mit guten Ressourcen etc. Und hoffen, dass im Rahmen des Anstieges des Goldpreises diese Goldaktien 25-fache steigen, kaufen davon mehr Gold und Silber. Das sind noch nicht die Maximalwerte. Sie wissen, die Maximalwerte von Gold sind vermutlich 8.000 Dollar heutige Kaufkraft und Silber 200 bis 400 Dollar heutige Kaufkraft. Das ist mit der 4 gemeint sozusagen. Und ab irgendeinem Punkt, wenn diese Maximalwerte erreicht sind, das ist dann auch schwierig für die Massen, dann ihr Goldinvestment auch zu verlassen und zu reinvestieren. Und dann ist eigentlich, muss man wieder klassisch investieren. Also Top-Aktien, einkommensproduzierende Aktien, Top-Fonds, Zukunftsaktien, diese Sachen sozusagen. Und dann würde man analog, wie ich das in den 1970er Jahren aufzeigen, aus jedem 1.200 Dollar langfristig 1 Million Kaufkraft generieren. Natürlich ist es eine hypothetische Diskussion, soll ja auch zum Nachdenken anregen, ob es tatsächlich so machbar ist. Und das Schöne ist, wenn man da nicht mit so einverstanden ist, man kann ja auch viele andere Investments haben. Man kann vielleicht zum Beispiel Goldaktien weglassen oder Gold und Silber weglassen. Das vielleicht in der Hoffnung, dass diese Goldaktien noch höher steigen und dass wir riesigste Mengen von Top-Aktien kaufen können. Stellen Sie sich mal vor, so eine Goldaktie geht für einen kurzen Zeitraum steigt immer das Hundertfache. Und man ist da vielleicht mit irgendwie 1.000 Dollar oder so investiert. Er hat also 100.000. Und könnte es denn sein, dass man gar nicht die Lust verspürt, zum Beispiel dadurch mehr Gold zu kaufen, sondern im Grunde genommen gleich voll zum Beispiel in Beiersdorf oder Siemens gehen, die möglicherweise super bewertet sind und sie können da riesige Mengen kreisen. Sie besitzen dann relativ große Mengen von Top-Aktien. Also das ist im Grunde genommen, was man damit machen kann. Das ist eine andere Ereigniskette, weil wir von systemischem Risiko sowieso von Minenverstaatlichung ausrechnen müssen. A, relativ früh aus den Minen raus, bevor die Politiker da Begehrlichkeiten haben. Deswegen muss man einen Großteil meiner Meinung als Gold und Silber parken und dann wieder reinvestieren, wenn sich der Inflationsexzess ausgetobt hat sozusagen. Und Sie können Top-Aktien für ganz günstige Preise kaufen und die wirtschaftliche Erholung wieder mitnehmen. Und die kann es in sich haben. Wenn wir jetzt, sage ich mal, eine noch nie dagewesene Finanzkrise haben und das ganze Finanzsystem wird zerstört, damit auch die Bewertung aller möglichen Aktien. Aber irgendwas wird übrig bleiben. Deswegen haben wir möglicherweise eine derartige günstige Kaufchance. Und darauf müssen wir uns vorbereiten, dass wir genügend Kapital in der Situation zumindest Gold haben. Aber ich will sagen, es kann eben auch sein, dass man, wenn man einfach Goldaktien hat, die steigen so extrem hoch, man kauft eine Riesenanzahl zum Beispiel von Top-Standardaktien, dass man da auch mit gut fährt, dass eben vielleicht mögliche Bankenschließungen und Einfrieren oder sonst was, vielleicht wird das gemacht. Aber man hat eben dann noch so einen Riesenanteil Aktien sozusagen danach. Das ist denkbar. Und das meine ich mit verschiedenen Ereignisketten aufsetzen. Also man muss das nicht so wie hier machen. Man kann, wo man sich wohlfühlt, verschiedene Szenarien nachbilden und diese großen Potenzialunterschiede nutzen.
sozusagen dementsprechend relativ passiv mit wenigen oder in dem Fall mit zwei Käufen bzw. Verkäufen, ja, vielleicht mit 15 Millionen, 1 Million Dollar Kaufkraft zu generieren. 1000-Becker-Reporte versuchen diese Aktien zu identifizieren, sortieren nach moderatem, hohen und sehr hohen Risiko. Exit-Strategie haben wir auch angefertigt. Wenn Sie weitere Informationen zum Report haben wollen, finden Sie das unten im Anhang. Ja, kaufen Sie kein überteuertes Gold und Silber. Es gibt viele, die, sag ich mal, das sozusagen ein bisschen ausnutzen, reißerische Themen bringen und am Ende soll dann überteuertes Gold und Silber helfen. Das tut es mit Sicherheit nicht. Also ich empfehle Ihnen ruhig, diese Videos anzusehen von diesen Leuten, aber trotzdem bei dem Gold- und Silberkauf kritisch zu sein, wirklich zu schauen, was ist derzeit das billigste Gold und Silber. Das kann man zum Beispiel aus Gold.de gut sehen. Auch die Sachwerte-Einkaufsgemeinschaft sagt, dass sie Großhandelspreise weitergibt. Auch das ist ein relatives Sonderphänomen an dem Markt und vielleicht ganz interessant für Sie als Gold- und Silberkäufer. Vielleicht noch ein paar Informationen zu Broker, mit denen man arbeiten kann. In Deutschland ist zum Beispiel flatexDEGIRO, kann man dann zumindest in Toronto Stock Exchange günstig Aktien kaufen oder auch, falls Sie das in der Schweiz machen wollen, kann man sich da auch mit nicht Schweizer Wohnsitz anmelden und dann da tätig werden. Ja, ganz herzlichen Aufmerksamkeit für das Sehen des Videos. Würde Sie bitten, mir vielleicht einen Kanal zu abonnieren, wenn das weit gefallen hat. Vielleicht ein Like geben, das würde dem Algorithmus nach oben helfen. Vielleicht aber auch die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Also nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.